Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf Dunnelbär TV. So, wie bereits angekündigt, haben wir heute eine Baufolge vor uns. Und zwar möchte ich mal die neuen Elemente ausprobieren. Da fangen wir direkt mal hier mit dem Dach an. Weil ich jetzt ein bisschen hin und her geguckt habe, mir überlegt, dass wir das vielleicht nochmal hier reinsetzen. Eventuell hilft das so ein bisschen gegen unseren lieben Feuerwerfer. Kann ich da eigentlich ganz normal drüber laufen? Ja, das sieht doch cool aus. Okay. Einmal da mit Funktion und dann möchte ich das Ganze natürlich nochmal zu Anschauungszwecken nutzen, dass wir das einfach mal hier rüber setzen und dann diese Dachspitze da vielleicht noch mit reinbringen. Mal gucken, ob wir die da dran kriegen. Ne, ist wahrscheinlich nicht genug Unterstützung jetzt da, ne? Dann müsste ich hier wahrscheinlich eine Wand hochziehen. Gucken wir mal. Einfach nur, dass wir uns das mal angucken können. Wo hat die denn dann hin? Hier, ne? So. So. Ach, jetzt fehlen Mats. Was fehlt? Bretter. Ich glaube, da hatte ich noch ein paar von. Das ein oder andere Brettchen. Ich habe die Pfeilen vorne jetzt mal alle nachgeladen. Dass die laufen jetzt halt auf Batterie. So, dass wir dann ein bisschen Ruhe auch haben heute. Um uns hier auf diese Sachen vernünftig konzentrieren zu können. So, also. Und jetzt das Ding da drauf. Macht er nicht. Weil ich die Wand zu weit rüber gesetzt habe. So ein Ärger. Die muss also noch ein Stück weiter. Bin mir gar nicht sicher, wo sind denn. Ich habe die auch irgendwie mitten reingesetzt, die blöde Kiste. Kann das sein? Irgendwas ist hier. Ach, die Wand ist völlig schief. Okay, pass auf, wir machen das anders. Hammer her. Wir reißen das nochmal ab. Gucken, dass ich die richtige Wand hier erwische. Also mit dem Hammer scrollt er nicht ganz so gut durch. Doch geht. Man muss nur richtig stehen. Einmal und zweimal. Und dann machen wir das jetzt ganz einfach. Jetzt hier bloß nicht meine Stromsachen abreißen. Das wäre fatal. So, Hammer. Gut. Zu Anschauungszwecken. Setze ich jetzt hier einfach mal eine dran. Zack, und dann gucken wir mal. Macht er nicht, ne? Das heißt also, wir nehmen dann hier mal eine Wand und setzen die dann dahin. Doch, das müsste passen. Einmal, zweimal, und jetzt sollte es ja wohl funktionieren. Ich bin gespannt. Ja, doch, sieht so aus, als ob es passen könnte. Ei. So, und jetzt gucken wir uns das ganze Spiel von hier mal an. Ja, das sieht ganz gut aus. Lasst uns dann auch gleich, was brauchen wir zum Aufwerten für das Ding? Hammer weg. Upgrade. Volles Programm. Also Ziegel, die Dinger, die Dinger, die Dinger. Und dann werten wir das hier auf jeden Fall als erstes auf. Auf Stein reicht mir. Und wie es aussieht. Oder machen wir das Ding direkt auf Metall? Komm, machen wir direkt auf Metall. Dann können wir uns das schon mal angucken. Gehen wir einmal hoch. Okay, also so sieht es dann aus wie eine ganz normale Rampe. Hätte ich mir jetzt irgendwie mehr von erhofft. Dachziegel oder sowas. Aber gut, was willst du machen? Werten wir den hier mal auf Stein auf. Ah, okay, also auf Stein werden es tatsächlich Dachziegel. Und wie sieht es hier aus? Auch Dachziegel. Ach, guck mal, und das sieht dann auch sehr geschmeidig aus. Finde ich cool. Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal stehen. Hat zwar keinen wirklichen Sinn. Aber geht ja auch darum, sich die neuen Sachen mal anzugucken. Ich denke mal, wenn ich jetzt in einer anderen Staffel die Base separat baue, dann würde ich wahrscheinlich das Dach sogar hoch nutzen. Komme ich nicht hoch, muss ich nochmal rum. Genau, dass wir das hinbekommen. Aber für den Moment reicht mir das jetzt erstmal. Und jetzt schauen wir mal hier rum. Und zwar müssen wir jetzt mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir brauchen einen Haufen von denen. Ich sehe schon, ich muss auf jeden Fall gleich noch Mats nachbauen. Sollte aber alles funktionieren. Und zwar würde ich dann, glaube ich, hier anfangen zuzumachen. Ist dicht? Ist dicht. Hier auch. Das können wir alles abreißen. Das bringt uns jetzt eh nicht mehr wirklich was aktuell. Würde ich da nochmal umbauen wollen. Eine Lampe fand ich ganz cool. Also das mit dem Licht, das passt mir. Das werden wir auch auf jeden Fall nochmal integrieren. Aber das muss ja dann dauerhaft leuchten, sonst hat das keinen Wert. Deswegen ist dieses Fundament hier jetzt erstmal überflüssig und steht uns im Weg. Deswegen reißen wir es ab.
Zack, was brauchen wir hier für die Upgrades? Ach, guck mal, geht sogar. Ziehen wir das direkt hoch auf Stein. Ich werde das wahrscheinlich jetzt nicht alles auf Metall hochbauen. Das wird mir zu viel. So, und dann würde ich gerne hier und zwar den Stein gerade wegklopfen. Na, das ging ja fix. Schutzmauer. Ja, macht ja wenig Sinn. Ich habe ja da unten die Durchgangsfundamente gebaut. Aber ist egal. Das, was wenigstens so ein bisschen zu haben. Na, guck mal, das geht sogar fast genau auf. Darf man sich jetzt von innen nicht angucken. Was fehlt uns? Holz. Da kann man reichlich von. Das können wir ohne Probleme nachbauen. Mache ich hier gleich ein paar Upgrades, dann wird das Inventar auch wieder leerer. So. Jetzt geht schon los. Das Max fehlen und zwar Eisenplatten. Oh, das habe ich eben gar nicht gesehen, dass wir die brauchen. Ist aber nicht schlimm. Wir haben ja genug Material da. Gerade Eisen. Daran mangelt es uns, glaube ich, überhaupt gar nicht. So, also, wir haben gesagt, wir brauchen Holz. Nehmen wir uns hier so ein paar Baumstämme, machen wir ein bisschen Holz. Zack, und Eisenplatten hat er noch gesagt. Oh, ich habe noch einen Barren. Ja, gut, nehmen wir die halt noch dazu. Also, das sollte für ein paar Wände erstmal reichen. Keine Ahnung, wie groß wir das Ganze hier machen werden, aber gucken wir mal. So, dann kriegt das hier noch ein Upgrade. Und dann setzen wir die andere Wand da noch zwischen. Guck mal, als wäre es dafür gemacht. So, dann sollte der Bereich hier dicht sein. So. Und so. Und ich glaube, hier könnte ich das mit dem Tor tatsächlich versuchen zu verbasteln. Das heißt also, im Umkehrschluss müsste ich dann hier anfangen. Wobei dann setze ich die Balliste natürlich komplett außer Betrieb. Ich mache das mal so. Nee, mache ich nicht. Weil ich will ja eigentlich, dass die Jungs komplett außenrum müssen, wenn sie runtergeschleudert werden. Das heißt, ich würde das so machen, glaube ich. Gehen wir jetzt schon rum. Ah, ich glaube, noch einen weiter raus. Oh, das wird ein Riesenbauwerk hier, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe es auch wieder krumm und schief gebaut, aber ist egal. Mal sehen, wie resistent das Ganze dann ist. So, und dann kanalisieren wir die Zombies ja so ein bisschen. So, und jetzt ziehen wir darüber. Kurz mal hier aufräumen. Weiß nicht, wovon das alles ist hier. Das mal Lampen waren, Bäume. Ich tippe mal auf Bäume tatsächlich. Wenn mir die Mats so angucke, die da rumliegen. Bäume, Büsche, der ganze Krempel. Alles ganz cool. Kann man die Katapulte also auch nutzen, um aufzuräumen. Jetzt fehlen Seile. Und Seile ist tatsächlich ein Problem, habe ich jetzt festgestellt. Da brauche ich nämlich Stoff für und da habe ich nicht mehr so viel von. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein paar Blätter benutzen. Kann sein, dass wir gleich erstmal die Büsche noch abernten müssen, weil ich glaube, Blätter hatte ich jetzt keine mehr. Schauen wir mal. Nope, Blätter sind alle aufgebraucht. Für Stoff. Nehmen wir die. Haben wir nochmal 33. So, ach, da liegt das Wildschwein noch. So, dann kommen wir hier rum. Hier müssen sie rumrennen, die Zombos. Und dann würde ich, glaube ich, hier versuchen. Was brauchen wir fürs Tor? Ach, ich habe keine Seile gemacht, ich Idiot. Nur Stoff. Also nochmal den ganzen Weg zurück. Dackel, dackel, dackel. Ich liege hier schon ein paar Kilometer zurück. Jeden Tag stelle ich gerade so fest. Das ist gar nicht so wenig. Hier müssen wir hin. Und dann Seile aus Ranken und Stoffen. Ja, wenn es an einem nicht mangelt, dann sind es Ranken. So, jetzt haben wir alles an Stoff und alles an Blättern aufgebraucht, was wir haben. Mal gucken, wie weit wir damit jetzt kommen. Sonst müssen wir gleich nochmal ein paar Blätter besorgen. Aber wie gesagt, meine Büsche da hinten stehen ja alle noch. Sollte also kein Problem sein. So, dann fangen wir einmal mit dem Tor an. Wenn ich das jetzt hier direkt vorsetze, das passt ja so ziemlich genau. Wie sieht das dann aus, wenn wir hier aufmachen? Er öffnet sich dann quasi da rein. Okay, das finde ich, glaube ich, ganz cool. Upgrade geht. Tor bleibt auf. Die Zombies kommen hier rein. Bum, bum.
Dann müssen wir hier noch zumachen. Brauchen wir also zwei Wände. Das geht jetzt nicht, das war ja zu erwarten. Machen wir es eben so. Dann ist zu, oder? Jawohl, passt. Da fehlen jetzt die bearbeiteten Steine, die können wir gleich noch besorgen. So, und dann wollen wir hier noch ein paar Wände lang ziehen. Snap das auch richtig an diese Dings dran. Ja, sieht gut aus. So, und jetzt ziehen wir uns einfach schräg rüber, dass wir hier quasi schön zumachen, das Ganze. Ja, ich glaube, ich ziehe von der Seite mal weiter. Und dann gucken wir mal, ob das reicht. Guck mal, da muss der Baum noch weg. Da ist er. Okay, das. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen. Ich hatte jetzt letztes Mal gesagt, okay, cool, dass die. Nee, wir müssen einfach. Das ist zu hoch. Ach, das ist ja blöd. Das wird jetzt ein Geier. Aber wir kriegen das schon hin. Ich ziehe jetzt mal hier von hier vorne jetzt weiter. Vielleicht kriege ich es ja tatsächlich so hin, dass wir es wirklich zukriegen. Dass es auch einigermaßen brauchbar aussieht. Ne, kriegen wir nicht hin. So, sieht es von innen brauchbar aus. Rest ist erstmal egal. So, dann lass uns mal gerade gucken, dass wir ein paar bearbeitete Steine bekommen. Also Ziel ist, die kommen jetzt hier vorne rein. So, da können sie nicht durch. Das heißt, ich würde dann hier jetzt nochmal so eine Art Gang bauen wollen. Bisschen breiter darf er hier ruhig schon werden. Und hier auch. Und dann würde ich die Minigun hier mitten reinstellen. So, dass die quasi direkt auf alles ballert, was da unten durchkommt. So, dann holen wir uns jetzt mal bearbeitete Steine, dass wir hier weiter upgraden können. Ich glaube, dafür brauchten wir, lasst mich mal überlegen, das müssten die Felsen gewesen sein, oder? Die Dinger hier. Ei. So, und dann werten wir das Ganze mal auf. Bin mal gespannt, wie das dann gleich alles funktioniert. Ich hatte auch überlegt, die Minigun da reinzustellen, dass sie auf alles schießt, was dann runterkatapultiert wird und so. Aber finde ich irgendwie blöd. So, machen wir das so. Und so haben wir dann die Railgun, auch wenn wir sie jetzt erstmal noch nicht benutzen, zumindest weiterhin integriert in der ganzen Situation. Sehr cool. Die beiden hier noch, sonst vergesse ich die. Kommt doch keiner durch, oder? Alles gut. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so mega auf Schönheit ausgelegt hier, sondern mehr auf Funktion. Aber das schmiegt sich, wenn man es vernünftig snappt, doch ganz gut an. Finde ich cool. So, und dann wäre jetzt noch eine Sache. Da oben ist ja diese Plattform drauf. Was hat die für eine Bedeutung? Das will ich auch noch mal rausfinden. Kann ich da dann einfach so eine Brücke dran snappen? Oder wofür ist die nachher gedacht? Scheint so, ne? Dann wäre das eventuell dann unser neuer Punkt, wo wir stehen. Nur einen Weg hoch finden, aber das, wobei einen Weg hoch haben wir ja eigentlich. Einen Weg hoch haben wir ja tatsächlich, und zwar um zur Railgun hochzukommen. Wir mal gucken, ob wir das nachher so verbinden können, dass wir da wirklich hinkommen. Und das nächste Problem ist natürlich, die lieben Zombies werden keine Wegführung zu uns haben. Das heißt, die drehen wahrscheinlich völlig durch. Also mal sehen, kommen wir hier bis zum Schluss durch? Das wäre ja phänomenal. Ich glaube, das ist schon der letzte, oder? Jawohl. Gut, also haben wir jetzt hier unsere Festung gebaut. Laufen wir mal rum, gehen nochmal hoch zu den Brücken. Also hier kommen sie rein. Hier steht gleich die Minigun. Und wir kommen, so wie es aussieht, tatsächlich hier oben drauf. Jawohl. Hier nochmal ein Upgrade durchziehen. Ach, schön. Das ist ja eine coole Sache. Das heißt also, wenn du jetzt die Wände quasi geradeaus einfach baust,
Kannst du auf den Wänden nachher hier quasi so einen Laufsteg machen? Ich hätte doch einen tiefer setzen müssen, aber ist egal. Jetzt für den Moment bin ich damit zufrieden. Guck mal, da unten brennt sogar noch ein Lämpchen. Alles gut. Passt. Bin ich mit happy. So, dann lasst uns als nächstes mal die Minigun abreißen. Dafür müssen wir mal hoch. Ich hau mir mal gerade einen Schokoriegel rein. Ach, ich komme mal hier gar nicht mehr durch. Gucken, ob nachher noch ein paar Testzombies kommen, damit wir die Wegführung mal testen können, die neue. So, dich wollen wir haben. Und bevor wir dich abreißen, wollen wir das rausholen. Und mein Verdrahtungsgerät packen wir erstmal hier nochmal drauf. Und zwar kann ich so das Kabel abmachen. Dann ist das nicht verschütt hinterher. Minigun. Willkommen zu Papa. Sehr cool. So. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder irgendwas durchschleifen müssen. Das gucken wir gleich. Wahrscheinlich auch nicht alle Mats. Doch, scheint gut gelaufen zu sein. Alles gut. Kann ich tatsächlich einfach auf dem Boden platzieren, das Ding. Würde ich dann hier hinsetzen wollen. So, dann können wir die Munition da wieder reinknallen. Aber noch mehr von bestimmt. So, und dann geht es wieder an die Verdrahtung. Und zwar brauchen wir den Eingang. Und wir haben gesagt, du kümmerst dich um die schweren Zombies. Das heißt, wir müssen hier rein. Da kommen wir nicht weit genug. Ich gehe mal nach oben. Vielleicht können wir das einfach hier an die Balliste dran tackern. Das müsste ja schon gehen. Macht er nicht. Ach, weil da kein Stromkreis dran ist wahrscheinlich. Muss ich den echt erst aktivieren, damit das funktioniert? Gucken wir gleich mal. Oder liegt es jetzt daran, dass... Nee, eigentlich nicht. Dann ist es wahrscheinlich doch die Entfernung, die uns hier Sorgen bereitet. Aber ist nicht so schlimm. Dann baue ich da jetzt einfach nochmal so einen Stecker zwischen. Dann sollte das auch gehen. Ja, wird die Entfernung sein. Dann lasst uns mal gerade gucken, dass wir hier... Da sind sie drin. Guck mal, können wir sogar direkt bauen, so ein Teil. Packe ich einfach irgendwo hier auf Seite, wo es nicht stört. Finde ich auch cool, dass man die einfach auf dem Boden bauen kann. Abbruch. Schließen. Eingang. Achso, jetzt habe ich es doch da oben dran gepackt, ne? Naja, ist ja wurscht. Und das Ding geht dann dahin. So, und dann müssten wir, wenn ich mich nicht irre, wenn ich die schweren, die Hauptfallen wieder aktiviere, müsste die Minigun hochgehen. Muss das mal gerade nachgucken. Das bisschen Strom ist es mir tatsächlich wert. Kurz mal das Kabelding hier wegpacken. So, also, das heißt, ich muss nur den Hauptstrom einmal anmachen. Dann rattert da wieder alles. Alles lädt durch und die Minigun steht stocksteif, so wie sie soll. Und wenn ich jetzt hingehe und... Ne, das Gerät für die schweren Zombies war das hier oben, ne? Das ist sehr gut, weil von hier aus können wir es direkt sehen. Zack, fährt sie runter. Sehr schön. Dann ist sie auf jeden Fall am richtigen Stromkreis. Finde ich gut. Bin ja mal gespannt, wie das nachher aufgeht. So, dann machen wir hier den Saft wieder aus. Und dann wäre jetzt noch die zweite Sache, weil ich will eigentlich nicht, dass das Ding willkürlich quer durch die Gegend schießt. Ich will so eine Druckplatte haben. Keine Ahnung, wie die funktionieren. Das werden wir jetzt nachgucken. Impulstransformer, Stromkreis und Schalter. Wir brauchen wieder eine Menge, Menge Kupfer. Haben wir aber. Ich habe schon wieder vergessen. Einmal, zweimal. Und das Ding ist, glaube ich, hier mit drin, ne? Haben wir auch. Sehr cool. Nägel und Eisenplatten. Mal sehen, ob wir da noch was zusammenkriegen. Eisenplatten, Nägel. Und was fehlt jetzt noch? Noch zwei Eisenplatten. Bauen wir die mal eben durch. Ich baue gleich ein paar mehr. Weil wir werden wahrscheinlich, wenn das so aufgeht, wie ich mir das vorstelle, brauchen wir da ja zwei von. So, das heißt also bauen. Liegt das jetzt an diesem blöden Balken? Finden wir es raus. Okay, also ins Tor direkt kann ich es nicht reinstellen. Und da unten offensichtlich auch nicht. Hier kann ich es hinpacken.
Aber dann fängt es ja erst da an zu schießen. Das finde ich blöd. Vielleicht doch hier vorne zwei Stück setzen. Wir testen das einfach mal. Okay, gedreht hätte ich es. Kurz mal gucken. Die abgerundete Seite müsste dann so stehen. Was fehlt uns jetzt noch für den zweiten? Ach so, wieder die drei Dingselemente. Die baue ich jetzt gerade noch schnell. Oh, es klickt schon mal, wenn man drauf steht. Das ist gut. Dann müssen wir nachher gucken, wie wir die stromtechnisch reinkriegen. So, hops. Also, nochmal. Ein Schalter, einer von denen. Und jetzt fehlt uns ein Kupferbarren. Oh, irgendwer kommt. Falsch hier. Kann ich gerade natürlich nicht sehen, ob das mit der Lichtführung passt. Kurz mal hochgerannt, der ist schon drin. Okay, also ich vermute mal, dass er vorne durchgekommen ist. Was anderes bleibt uns ja schlicht und ergreifend auch gar nicht übrig, als das zu vermuten, da wir es nicht gesehen haben. Jetzt haben wir genug für einen zweiten Schalter. Boah, das ist schon massiv, ne, mit diesen Wänden. Also, Schalter Nummer 2. Das Abgerundete, haben wir jetzt gesagt, muss nach innen gucken. Ich würde dich eigentlich gerne als Testzombie behalten, mein Lieber, aber du störst jetzt gerade beim Bauen. Ich muss das erst fertig machen. Bring einfach nachher nochmal einen Kumpel. Dann kriegen wir das hin. Da kommt schon der nächste angeflitzt. Reißen wir den hier mal ab. Pass auf, wir machen das mal anders. Da kommen ja jetzt ein paar mehr. Dann können wir zumindest schon mal die Wegführung testen, ob die dann auch vorne durchs Tor hüpfen. So wie ich mir das vorstelle. Also, wir sind jetzt hier oben. Sie laufen auf jeden Fall da hinten schon mal. Das sieht gut aus. Und da kommen sie. Boah, ist aber auch ein elender Laufweg, ne? Aber damit ziehen wir die Jungs so ein bisschen auseinander. Also alles gut, perfekt. Die müssten jetzt in den Fleischstecken drin sein. Und dann können wir hier einfach mal weitermachen. Da habe ich ja wieder ein Bauprojekt ausgesucht hier, mein lieber Schwan. Aber gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hammer weg. Nächsten Druckschalter mit der gerundeten Seite nach da. So, und dann brauchen wir. Hast du immer noch nicht genug? Komm, jetzt mache ich Feierabend hier mit dir. Perfekt. So, wir haben keine Kabel. Boing. Es ist immer das Gleiche. Irgendwas fehlt ja immer. Das Ding ist, wenn ich die da durchschleife, müssen beide auslösen, damit die Minigun schießt. Das ist ja Murks. Das heißt eigentlich, und jetzt kommt die Sache mit diesen End- und Ohr-Geschichten. Genau, wir brauchen ein Ohr. Das oder das. Und dann der Ausgang. Jetzt ergeben die Dinger einen Sinn. Das heißt, wir brauchen nochmal einen Schalter, nochmal zwei Eisenplatten und eine Kabeltrommel. Oder einen Satz Kabel. Falsch, den Gang davor wollte ich haben. So, was habe ich jetzt gesagt? Schalter. Kriegen wir den nochmal? Ei. Und für Kabeltrommel brauche ich wahrscheinlich ein bisschen hiervon. Eisenplatten, ich habe ja gesagt, wir brauchen ein paar mehr. So, wer ist hier kaputt? Irgendwo knistert es da hinten. Und bevor ich jetzt gleich wieder zurückgerannt bin, brauchen wir natürlich noch mal einmal Kabel. Ne? Das müssten wir alles haben. Passt. Ich bin gespannt. So, der Eingang ist klar. Das ist ja jetzt erstmal die Verlängerung. Den ziehen wir wieder ab. Und dann kommt das Ohrdingen. Bauen wir mal hier. Wobei, nee, ich baue es, glaube ich, doch lieber hier oben ran. Wenn das geht. Ich sehe nichts wegen dem blöden Gras. So. Und dann geht das los. Also die beiden Ausgänge. Ausgang 1. Daran. Ausgang 2.
daran. Und der Ausgang an die Minigun. Und jetzt muss ich ja im Prinzip nochmal mit einem Verteiler oder irgendwas arbeiten. Eine Option, dass ich irgendwie. Nee, ich muss immer dieses Teil bauen, sonst wird das nichts. Also brauchen wir nochmal einen Stecker und eine Platte. Das ziehen wir uns ab. Ich weiß jetzt nicht, was wir da rausbekommen, wenn ich das abreiße. Vielleicht reicht es ja dann schon. Aber so teuer sind die ja jetzt. Ach Quatsch, nicht bauen. Hier habe ich doch so ein Ding. So, reiß mal ab. Zwei Stecker und eine Eisenplatte. Lalilalala. So, hier rein. Halt. Boing, ich brauche Eisen. Noch ein Stecker. Und noch eine Eisenplatte. Und dann geht's wieder zurück. Na, das war wohl nix. Okay, und dann haben wir gesagt, können wir den Verteiler hier vorne ransetzen. Zack, irgendwo hin. Kann ich den auch da oben drauf setzen? Dann wäre er ja wenigstens oben drauf. Haha, da fällt mir gerade was ein. Ich habe doch extra hier quasi meine Höhle gebaut, wo ich jetzt von hier nicht reinkomme. Oh Mann, das wird ja wieder ein Spaß, das gleich alles zu verkabeln. Kann ich die Tür auch machen? Nee, ne? Nicht mit dem Ding in der Hand. So, jetzt. So, und dann bauen wir das Teil einfach hier unten rein. Dann ist es nämlich nicht entsnappen, bitte. Ich stelle das mal so rum dahin. Zack. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, ob wir damit durchkommen, aber gucken, können wir gleich gucken. Werden wir schon hinkriegen. Also, Ausgang 1. Laufen wir ganz außen rum. Lalala, das ist ein gutes Stück. Aber ist egal, es wird funktionieren. Bitte. Nein, es ist zu weit weg. Also wieder zurück. Abbruch. So, pass auf, jetzt machen wir es doch anders. Ich nehme den Hammer auf F4. Ständig hin und her getauscht, geht mir auf den Zeiger. Kann ich das unter die Treppe stellen? Wird natürlich wieder schwierig, da irgendwas dran zu knüpfen. Nee, dann lassen wir das sein. Machen wir hier wieder zu. Aber nicht so, sondern. Nee. So. Und dann könnte ich den Verteiler natürlich auch oben drauf packen. Dann sind wir aber definitiv nicht in Reichweite. Also ich stelle ihn da jetzt einfach mitten rein. Ich glaube nicht, dass der kaputt gemacht wird. Und wenn, dann müssen wir halt damit leben. Oder ich. Doch, ich stelle den einfach hier irgendwie hin. Zack. So, wir haben hier im Innenraum nachher so viel Feuer und so, wenn ich fertig bin, brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Also Nummer 1. Und Nummer 2. Dieses Klicken, herrlich. Und dann den Eingang. Das machen wir jetzt direkt mal ganz anders. Wenn wir weit genug kommen, stecke ich den hier in meine Verteilerbüchsen. Nee, kommen wir nicht weit genug für. Dann schleifen wir es doch. Habe ich das olle Kabel noch? Jo, habe ich. Und hier kommen wir dran. Schleifen wir es hier durch. Okay. Ich hoffe, das Ding explodiert mir nicht. Und das nächste, was wir da dann hinbauen, damit es auch spannend wird, ist ein Flammenwerfer. Und zwar mit dem Effekt, dass der uns hier die Jungs ausbrennt. Brauchen wir nochmal einen Stecker, einen Transistor und eine Stange. Stelle ich direkt daneben. Und, ah nee, da muss ich ja wieder irgendwas dazwischen schalten. Hi, du Berlin. Nee, wir lassen das jetzt mit der Minigun stehen. Verzichten wir auf den Flammenwerfer. Also, die treten hier drauf. Dann löst er aus. Kann man hier irgendwas einstellen? Nein, kann man nicht. Dann lass uns das jetzt mal testen.
Also Hauptstromkreis an. Mal gleich mal gucken, dass wir irgendwie ein paar Zombies anlocken. Und dann können wir das Ganze testen. Batterien sind eh alle voll, also alles gut. Wir haben auch noch genug Zeit, die wieder aufzuladen. So, und nochmal kurz den Check, dass auch alles passt. Ah ja, kann nicht aktiv sein, weil vorne keiner auf der Druckplatte steht, nehme ich an. Passiert nichts. Muss ich hier irgendwas machen? Kann ich nicht, so wie es aussieht. Was ist da los? Habe ich den jetzt an den falschen Stromkreis geklemmt? Nee, geht ja nicht, weil ich habe es ja an die Balliste gemacht und die Balliste schiebt das Ganze. Steht die Balliste denn überhaupt? Ja, doch, die steht. Also von da aus geht der Strom raus. So viel steht schon mal fest. In den Verteiler. Von dem Verteiler in die Druckplatten. Von den Druckplatten in dieses Ohrding. Also oder heißt das in dem Fall. Oder die löst nur aus, wenn schwere Zombies kommen. Murks. Natürlich, die wird bei mir nicht auslösen. Weil hier kommt ja nur was an, wenn schwere Zombies am Start sind, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, da dürfte nichts passieren. Aber auf der anderen Seite, die anderen sind ja auch aktiv. Muss ich auf beiden draufstehen? Geht nicht. Ah, guck mal. Die geht, die nicht. Ist der Ohrschalter kaputt? Oder gibt es da eine zeitliche Verzögerung? Ne, er geht sofort wieder runter. Also die funktioniert. Warum funktioniert die nicht? Strom kommt rein. Genau, beide Ausgänge sind da. Strom kommt rein. Dann gehen wir hier auf diese Endplatte. Einer von der Seite, einer von der Seite. Und die Eingänge sind hier drauf. Also eigentlich müsste es bei beiden Druckplatten funktionieren. Verrückt. Habe ich vielleicht die Funktion von dem Ohrschalter falsch verstanden? Kurz mal gucken, ob da irgendwas beisteht. Da bist du. End. Logiktor. Macht ja Sinn. Müssen beide aktiv sein. Das ist in dem Fall Quatsch, weil das soll ja auslösen, wenn beide laufen. Und Ohr heißt, wenn ich mich recht entsinne. Oder brauchen wir das Ding? Wir kriegen das raus. Ich gehe mal in First Person. Er lässt mich da nicht dran, oder? Da war es ganz kurz. Ah, jetzt. Nein, Abbruch, falsch. Jetzt. Und dann bauen wir halt so ein X-Rohr. Ist mir auch egal. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Bitte steige um auf Kabel. Ausgang. Eingang. Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang. Eingang. Lustig. Das ist völliger Wahnsinn. Warum geht das nicht? Ich kann da auch nichts mitmachen. Okay, ich lasse es jetzt so stehen. Wenn einer von euch dann Idee zu hat, haut mir das bitte unbedingt in die Kommis. Wird ein bisschen, wobei in diesem Fall wird es jetzt nicht mehr so lange dauern, bis ich das umsetze, weil wie gesagt, ich befinde mich ja jetzt schon im Urlaub, wenn ihr das hier seht. Und ich habe so vorproduziert, dass ich nach dem Urlaub ein, zwei Tage
Ruhe habe, mir vernünftig alles anzugucken und mich zu entscheiden, ob ich diese hier weitermache oder ob ich die neue mache. Aber egal wie, die Info werde ich auf jeden Fall brauchen. Also haut's mir bitte unbedingt in die Kommis, wenn ihr verstanden habt, wie diese Systematik hier funktioniert oder vielleicht einfach die Erklärung dafür habt, warum das nicht hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Mit der einen Platte geht's, ne? Ich zeige es gerade nochmal. Rechte Platte funktioniert, linke Platte nicht. Rechte Platte funktioniert, linke Platte nicht. Keine Ahnung, was ich da von der Verkabelung her verbockert habe. Wir werden sehen. Vielleicht ist das auch noch nicht richtig integriert und das ist vielleicht vom Spiel her nicht richtig. Werden wir alles sehen. Was war das jetzt? Ach so, da ist irgendein Viech, ein Vogel wieder in die Falle reingehuscht. Deswegen liegen da ständig tote Vögel drin. Das erklärt einiges. Gut, also ich würde sagen, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben ja schon wieder mega Überlänge. Also in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von mir sehen wollt, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich mich hier sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Ja, entweder ein Loot-Ausflug oder wir bauen noch ein bisschen was. Das überlege ich mir noch. Also macht's gut, bis morgen. Tschüss.